Oh, okay, das hat ja super geklappt mit dem Umgehen. So, habe ich ja gesagt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Drück mal die Daumen, dass wir jetzt hier lebend zu unserem Zielort kommen. Das lief jetzt nämlich die letzten zwei Male nicht so sonderlich gut. Ach komm schon. Ja, da gefühlte 3 Kilometer drumherum, du siehst mich trotzdem. Ich komme hier auch nicht drum herum. Den da hinten könnte ich es schaffen. Je nachdem, in welche Richtung er geht. Ist das eine Schildkröte? Ich würde darauf tippen, eine mutierte Schildkröte. Ich bin mir nicht ganz sicher, als was man das genau definieren kann. Also die Viecher sollen, glaube ich, so schildkrötenartig sein. Die haben zumindest so einen Panzer hinten drauf. Eines der neuen Völker hier in dem Add-on. Wir haben auch eine sehr komische Sprechweise. Kann ich nach hinten ausweichen? Hier kann ich. Weil das eine Viech da hinten tötet mich direkt. Also das da. Das ist ein sehr, sehr nettes und liebes Monster. Nicht. Mit 3 auf einmal kann ich nicht aufnehmen. Bitte. Schön weit weg.
Ich will nur überleben. Ja. Das Viech ist wieder eindeutig zu nah dran. Hallöchen. Ja, ich möchte das Gespräch so schnell wie möglich hinter mir haben. Ich möchte leben. Diebe, wir lassen nicht zu, dass ihr unsere Schätze stehlt. Niemals. Kommt schon, ich hau euch gern noch ein paar Beulen in eure Panzer. Ah, ergreift sie. Wer hat die Gefäße meiner Seele zusammengetragen? Hilfe? Oh, die Seele von Susanoo, die in den Insignien ruhte, ist erwacht. Oh, erhabener Kamir, wir Kojin, deine treuen Diener, haben über den Spiegel und das Schwert gewacht. Die Insignien deiner Herrlichkeit. Ja, die Kojin waren es aber nicht alleine. Ihr seid euch uneins. Und doch hast du eine Insignie in das Gebiet deiner Feinde gebracht. Ja. Eine schöne Geschichte. Ganz schön mutig für eine Landbewohnerin. Das stimmt. Solch Heldenmut sollte gebührend gefeiert werden. Mit einem Wettstreit. Ich werde für die Kojin antreten. Denn sie hatten den größeren Anteil an meinem Erwachen. Oh je, das klingt irgendwie nicht gut. Ach, echt? Rat mal, wer für uns antreten darf. Kojin frohlocket. Ich erhöre eure Gebete. Wundert euch nicht, Landbewohner. Kami sind wankelmütig gewesen. Mal ruhig, mal aufbrausend. Unbeständig wie der Himmel und das Meer. Meine Laune hängt von den Festen ab, die man mir zu Ehren feiert. Laut und wild müssen sie sein. Mhm. So, kommt doch mal. Kann ich auch später? Oh, hoppla. Ich, Susanoo, erwarte ein rauschendes Fest. Mhm. Oh nein, das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Primai. Was habt ihr denn erwartet? Wenn wir wenigstens die Kojin nicht auch noch am Hals hätten. Los, Lise. Wir beide kümmern uns um die Kojin.
Ja, klar, natürlich. Und wer hat die Drecksarbeit? Überlass sie uns. Dir steht ein viel härterer Kampf bevor, der dir alles abverlangen wird. Mal wieder. Los geht's. Das gibt's doch nicht, ey. Keine schlechte Darbietung. Aber lasst mich nicht zu lange warten. Sollte mir langweilig werden, könnte ich auf die Idee kommen, alles hier zu verwüsten. Och, ja, nee, will nicht. Vor allem, wie man einfach immer mal wieder rausrennt, ne? Oh, prima, ey. Juhu. Klar, jetzt greifen sie mich nicht an. So. Ja. Und Stufe 66. Juhu. Welcher Tanz? Ja, dann wollen wir mal. Ganz kurz so. Ja, mit dir kann ich umgehen. Nein, bin ich. Wie auch immer ich da gerade draufgekommen bin. Weil mich kann es ja gar nicht auswählen eigentlich. Seltsam. Götterdämmerung, ganz toll. Vierzehn Minuten. Gut, stehe ich mich auch mal mit hin. Weil hier am Ende wieder herkommen, das könnte etwas schwierig werden. Deswegen bleibe ich ausnahmsweise mal an Ort und Stelle. Ich hoffe einfach mal, dass wir schnell jemanden finden. Würze ist ganz passabel. Hier müsste ich eigentlich auch noch mal ein bisschen was machen. Wie gesagt, ich würde mich halt gern wegbewegen, aber ich weiß nicht, ob wir dann automatisch in den Ort kommen oder ob wir dann wieder hier hinrennen müssten. Warum habe ich zweimal Samurai?
verstehe ich nicht. Naja. Okay. Dieser Gegner, der ist halt heftig, ne? Er hat ihn mit einem Schlag gekillt. Dabei ist es nur 4 Level Unterschied. Die Tanks sind auf jeden Fall vollzählig. Dabei wieder in den Heilern. Diese spannungsgeladene Musik. Wenn man bei so einer Quizshow wäre. Sehr gut. Na kommt, jetzt macht das Ding auch voll. Komm. Den noch. Heiler. Leichter Trupp. Voller Trupp. Die Musik ist auf jeden Fall mega. Eigentlich müssten wir uns das ja gar nicht mehr anschauen, aber naja. Ich finde, es gehört zu einer neuen Prüfung einfach dazu. Sachchen. Komm, lasst uns singen und tanzen! Ich habe natürlich keine Ahnung mal von dem Kampf. Aber die Musik ist mega cool. Ja, natürlich. Ich die Einzige, die mal wieder zu spät draußen war. Okay. Passt, jetzt weiß ich es, ja. Also einfach ist was anderes. Komm,
des Meeres! Ja, wir stehen noch. Noch tun wir das. Gefangen sollt ihr sein! Ich möchte nicht wissen, wie das Viech auf Zenith ist. Ich möchte es nicht wissen. Ich muss es herausfinden. Thank you.
Will die mal spielen? Gott. Ich will nie mehr so viel Lied daraus finden. Ich glaube, auf Tilly wäre ich tot. Durchgehen. Geschafft. Haben wir das Ding. Währenddessen auf der Rubinsee. Bis jetzt haben uns die Kojin in Ruhe gelassen, aber ich traue dem Frieden nicht. Ich habe die Lage ausgespäht. Sie haben Seki betreten und dort einen ziemlichen Wirbel verursacht. In der Schatzkammer muss irgendetwas vorgefallen sein. Dort wird heftig gekämpft und die Rotpanzer sind rasend vor Wut. Sie haben alle Krieger nach Seki gerufen, selbst die, die auf Befehl der Galea als Wachposten stationiert waren. Das wird ihren galeischen Herren gar nicht gefallen. Nee, ich glaube auch nicht. Unsere neuen Freunde haben es tatsächlich geschafft. Was machen wir jetzt, Rasho? Falls wir Isari befreien wollen, gibt es keine bessere Gelegenheit. Außerdem lautete so die Abmachung. Nicht, dass wir uns daran halten müssen. Du hast das Kommando. Als dein Stellvertreter möchte ich nur sicher gehen, dass du alle Argumente berücksichtigst. Klar, dass du aus Doma stammst, sollten wir bei der Entscheidung aus dem Spiel lassen. Aber das Mädel hatte recht. Die Entführung unserer Leute darf nicht ungestraft bleiben. Und wenn du bei ihrer Befreiung gleich noch eine alte Rechnung begleichst, wird dir deswegen keiner Vorwürfe machen. Isari ist zwar ein trostloses Kaff, aber zumindest verwässert der Wirt dort nicht seinen Wein. Also schön, befreien wir unsere Leute. Ein guter Grund für jemanden, der gar nicht trinkt. Erinnert euch an den Stolz, den die Unterdrücker uns genommen haben. Lasst ihn uns zurückgewinnen. Niemand soll es wagen, sich mit uns anzulegen. Die Schrecken dieses Meeres sind wir.
Wir werden den Galeanen alles nehmen, was sie besitzen. Auf zum Raubzug! Yotsuyu, der Kerl ist ein verdammter Dickschädel. Ehe wir aus dem was rauskriegen, geht mir die Puste aus. Das sehe ich, du Hornochse. Ich wollte dir eine Chance geben, um mir die Mühe zu ersparen, hier einen selbst zu suchen, aber das war reine Zeitverschwendung. Meine Geduld ist am Ende. Rei das Gesocks auf. Jedes Mal, wenn Gosetsu eine meiner Fragen nicht beantwortet, tötest du einen von ihnen. Wenn du ihm auch nur ein Haar krümmst, erfährst du erst recht nichts von mir. Deine Sturheit lässt mir keine Wahl. Ich werde hierhin finden, mit deiner Hilfe oder mit euren abgeschlagenen Köpfen als Köder. Zur Konföderation? Denkt ihr, ihr kommt ungeschoren davon? Konföderation? Rasho ist hier, um uns zu retten. Hallo, Luna. Hast du bis eben geschlafen? Ich dachte nicht, dass sie sich trauen würden, aber offensichtlich sehnen sie den Tod herbei. Ihre Dummheit ist schlicht und einfach unbegreiflich. Na schön. Wenn sie es darauf anlegen, sollen sie meine Rache zu spüren bekommen. Ich werde jeden einzelnen von ihnen ausquetschen bis zum letzten Blutstropfen. Du bist früher noch in FF gegangen jetzt. Nicht dein Ernst. Ich sehe mal nach, was draußen los ist. Oh ja, mit Angeln kann man auch sich seine Zeit vertreiben. Nein, heute ist nicht der Tag, an dem mich mein Schicksal ereilt. Ist mein Angler jetzt auf Stufe 73? Oh Mann. Aber Glückwunsch. Level. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe zwar gestern auch noch gelevelt, aber nicht viel. Immerhin halten wir der Kriegerin des Lichts damit den Rücken frei. Susano wurde besiegt. Alles klar bei dir? Hast du Susanoo wirklich besiegt? Yep. Natürlich haben wir ihn besiegt. Danke, dass du den größten Brocken erledigt hast. Wir waren aber auch nicht untätig. Also wenn das die Konföderation nicht überzeugt. Hat sie. Rauch? Aus Isari? Hat die Konföderation schon zugeschlagen? Ja. Ja, die Piraten haben auf unseren Sieg gesetzt. Dann schnell weg von hier und auf nach Isari. Ja, lass mich da weg. Gerne, aber meinst du, die Rotpanzer lassen uns einfach so gehen? Ich
viel ja das sagen. Ich weiß nicht, ob ich später noch im Discord bin. Hört, Kojin, unsere Feindschaft gilt nicht euch, sondern euren galäischen Eventuell Herren. Bin ich noch da. Aber so lange mache ich auch nicht mehr. Wir haben nichts davon, hab euch weiter zu bekämpfen. Umentschieden. Solltet ihr allerdings versuchen, uns aufzuhalten, werden wir euch alle töten. Muss nämlich Frosch noch einkaufen schicken. Geschwätz. Schnappt da die aber gerade draußen am Arbeiten sind, muss ich ihn zumindest vom letzten Bier abhalten, damit er nachher noch fahren kann. Nicht, dass er den Einkauf verpennt, weil ich wollte heute kochen. Das wäre ein bisschen schlecht. Deswegen wollte ich auch relativ früh Feierabend machen. Ich hatte eigentlich erst gedacht, dass ich bis 18 Uhr mache. Habe jetzt aber spontan dann nochmal umgeschieden. Ich habe Zaun gemacht. Ja, der Zaun steht. Wir gießen jetzt gerade das Beton rein. Und ja. Wie gesagt, ich muss nur ein bisschen zügeln. Die Jungs sind in Feierlaune. Und wie gesagt, da ich eigentlich heute was zu essen machen wollte, wäre das ganz gut. Wenn ich rechtzeitig Feierabend mache. Ich denk mal. Es geht ja nicht an, dass nur du Heldentaten vollbringst. Eine Viertelstunde vielleicht noch. Vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken. Je nachdem, was jetzt kommt. Wenn noch eine Indie kommt, dann nicht. Bahnunterhalt ist nicht so gut. Nee. Deswegen, sollte er zwischendurch zumindest eine kleine Pause eingelegt haben. Damit er noch fahren kann. Und eventuell packe ich da noch mal ein bisschen mit an. Ja, ich schreibe dir dann später, wenn es okay ist. Wenn es nicht zu eilig ist. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal, was jetzt noch kommt. Und dann werde ich so langsam Richtung Ende machen. Ja, wie gesagt. Der gute Herr hatte jetzt schon, ich glaube, das dritte Bier. Deswegen sollte er jetzt unbedingt eine Pause machen. Mein kleiner Daria kriegt ziemlich Hunger, losgefahren. Wir haben kein Fleisch aufgetaucht, sonst wäre das Ganze kein Problem. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Ja. Die super, super sicheren Schließfächer. So. Wir gehen mit. Oh, komm schon. Zurück nach Isari. Gut, das gehen wir auf jeden Fall nochmal ab. Ich glaube, die nehmen wir. Die sah gut aus. Juhu, die Reitgeschwindigkeit wurde erhöht. Ich bin gerade am Überlegen. Oder, warte mal. Statt das zu machen, machen wir einfach noch eine Prüfung. In der Hoffnung, dass es schnell geht.
Dann werde ich Richtung ausmachen. Gehen. Bleib auf der Kiste stehen. Genau. Sehr schön. So, was ich mal probieren möchte, wie schnell sind wir jetzt? Ja, wir sind schon schneller. Jetzt muss ich nur noch fliegen können. Welcher löst? Ja, jetzt macht das Reiten auch schon wieder mehr Spaß. Und die Schnelle, würde ich sagen. Ja, schneller als vorher. Deutlich schneller. Das ist eine Musik von einem Boss. Von einem Prima Ehe. So, jetzt lass bitte die Position auf der Warteliste nicht so riesig sein. Unter 10 ist gut, über 10 ist nicht gut. Jetzt muss ich mir überlegen, was wir noch machen. Oh, Position auf der Warteliste eine. Ja, cool, da können wir warten. Ich glaube, da stand noch nie eins direkt. Unheimlich. Ist ja unheimlich. Und weh, die Position 1 geht ja jetzt eine Stunde. Oh, du siehst. Ich weiß, das ist gerade nicht besonders spannend. Ich frage mich immer noch, wer diesen Turm gebaut hat. Wer hat sich diese Mühe gemacht? Und wie hoch geht der? Hat der überhaupt ein Ende? Ich glaube, der hat kein Ende. Nee. Nee, hat er nicht. Du siehst dich von hier aus. Du, jetzt lasst mich doch mal in die Inni rein. Beziehungsweise in die Prüfung. Heute noch am besten. Hat er. Hat er, hat er. Wie gesagt, mein erster Gang führt mich auch gleich mal nach draußen. Einmal um zu sehen, wie weit sie sind und zum anderen, ob der Kasten schon leer ist. Ich hab da ja an sich nichts gegen, aber wenn wir noch einkaufen wollen, bis er. Also wäre das sehr unvorteilhaft. Also eigentlich hatte ich heute vor, was Asiatisches mal wieder zu kochen. Dafür brauche ich Lauchzwiebeln, Geschnetzeltes und was war das noch, was ich brauchte? Noch irgendwas anderes brauchte ich. Oh. Deswegen... Och nö. Warum kriege ich nur Titan? Warum? Womit werde ich bestraft? Was hat das Spiel gegen mich, dass ich jedes Mal Titan kriege? Ich mag den nicht. Der fällt einfach von der Plattform. Ja, sie hat das schon nicht, diese Lochziege. Ich auch. Ich auch. Stimmt, Pilze. Pilze sollten noch mit rein.
Gott. Lass mich dahin, lass mich dahin, lass mich dahin, lass mich dahin. Glück gehabt. Hallo Rex! Ich kürze uns gerade mal ab, wenn's okay ist. Ja, beim Kampf ist das immer so ein bisschen schwierig. Okay. Also wir spielen auf Tiva. Und noch lebe ich. Also das sind diese Bomberdinger. Autsch. Das war ein bisschen zu spät. Etwas. Etwas wissen. Ich bin Tänzer, also. Das. Was ich auch schon mal gezeigt hatte. Also heute mal kein Bade. So. Es ist ein Wunder, dass ich noch nicht gestorben bin. Ich meine, es wäre jetzt auch sehr mies, wenn ich zum Abschluss jetzt doch sterben. Das wäre so richtig. Das wäre so richtig ich. Heilung wäre schön. So ein bisschen. Bisschen Heilung. Danke. Also ich brauche nicht viel. Ich will nicht zum Abschluss aber sterben. Ich bin vorhin schon einmal gestorben, das reicht. Das ist eigentlich, mag ich nicht. Böse, gemein, schmeißt Leute von der Plattform. Ich bin immer nur froh, dass wir das nicht auf Kilit machen. Weil ich weiß, wer dann unten gelegen hätte. Ja. Zum Abschluss. Sehr geil. So, zum Abschluss hat das doch nochmal ganz gut geklappt. So, am Sonntag wird es dann wieder ein bisschen länger. Also was heißt ein bisschen? Da wären es dann wieder ein paar Stunden, würde ich sagen. So. Wie gesagt, ich mache jetzt auch nur Feierabend, weil... ne? Jemand auf Frühstück aufpassen muss. Sonntag wie immer. Ja, Sonntag wie immer. Ich weiß auch nicht, ob ich dann erst 18 Uhr anfange. Wahrscheinlich, weil morgen sind wir unterwegs. Aber mal gucken.